Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Jetzt habe ich schon fast eine Viertelstunde palabert. Ist aber auch okay, kommt nicht in die Aufnahme. Wer das hören will, der kann es im Stream anhören. Ne? Wir spielen mal wieder eine weitere Runde Ylex 2 und er steht hier schon die ganze Zeit so rum. Wir haben wieder ein paar Questen. Der verlorene Vater, nüchterne Flamme, was ist das denn? Naira ist ein Mensch der ganz eigenen Art. Möglicherweise die richtige Frau an meiner Seite. Wenn der richtige Moment gekommen ist, werde ich es hoffentlich merken. Ansonsten sollte ich ihr die Zeit lassen, die sie braucht, um aufzutauen. Okay, das heißt, wir haben... Kaya ist mir wieder sehr nahe gekommen. Möglicherweise eine Gelegenheit, einen neuen Versuch mit ihr zu starten. Alles, was ich tun muss, ist, den richtigen Moment abzuwarten. Okay, wir haben also schon mal zwei Liebeleien-Questen, ne? Und ich glaube, Nasty ist die andere Person. Die Nasty. Was ist das hier? Ich fürchte, es wird eine längere Geschichte, in der Nasty versuchen wird, mich wieder mal wieder in Gespräche mit den Anführern der unterschiedlichen Gilden zu verwickeln. Genau, da haben wir wieder eine Dauerquest. Wir haben noch die Werte der Morcons und ich glaube, dann sind wir schon fast durch. Dann haben wir noch die Kämpfe, ne? Wo ist denn das? Ich glaube, das hier. Nee, das war das da. Aber zu den Morcons wollen wir gar nicht hin, ne? Es wird mit der Zeit weniger werden, das bin ich mir auch ziemlich sicher. Wir lassen uns einfach überraschen. So. Da wir hier gerade. Waren wir hier auf. Da ist ein Schatten gerade im Tibesen. Von wo? Ist es der da hinten? Und der wirft so einen eklig weiten Schatten? Wahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Okay. Wir waren jetzt hier mitten in der Pampa und ich weiß nicht, warum wir hier mittendrin waren. Wir gehen jetzt erstmal wieder. In the Bastion. Und lasst uns mal gleich wieder berieseln von irgendwelchen Leutchens für die nächsten Quests. Irgendwer wird schon kommen. Sind wir schon wieder allein unterwegs? Ja. Ach so, wir hatten schon wieder einen Blackout, ne? Das war's. Oh. Hey, meine Späher vermuten, dass sie fündig geworden sind. Eine Gruppe von jungen Hetzern wurde im Hinterland von Ignadon gesehen. Okay. Sie schwören, sie hätten diese Leute noch vor ein paar Tagen in den Ruinen dort herumstreunen sehen. Tja, dann, Frisch gewandelte Soldaten der Skyans. Das sollten wir uns sofort ansehen. Sehr gut, dann nichts wie los. Naira verlässt die Gruppe? Was? Sieh dir das an. Es sieht fast so aus, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Hetzer der Skyans. Ganz schön beängstigend. Ich will nicht als Hetzer für den Rest meiner Tage den Skyans dienen. Musst du nicht, wenn wir es verhindern können. Okay. Tja dann, nutzt ja nichts. Geh vor, ich bin direkt hinter dir. Ist klar. Ich bin da. Oh, mein Kopf. Och, nicht schon wieder in den Kopf, Mann. Die Infektion. Ich hab fast wieder vergessen. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge passieren. Und zack. Hohoho. Es ist eine Tragödie. Schlimm ist, dass sie zwar intelligenter sind als die Skyaniden, jedoch genauso verbissen und verblendet handeln. Ich muss jetzt am Ort der Wandlung meine Sinne einsetzen. Bring mich dorthin. Es waren jetzt nur drei. Ich befürchte, wir werden gleich richtig was auf die Nuss bekommen. Und müssen sie dabei beschützen oder so. Das ist mir zu auffällig wenig gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier waren wir schon mal, ne? Warte einen Augenblick. Huch, guck mal.
Man kann unter Tage gucken. Aha, so sieht es also aus. Ein Glück glitschen wir nicht durch. Es ist sehr schwer, das Leiden dieser Menschen zu ertragen. Und ich weiß nicht, was beunruhigender ist. Die Tatsache, dass die jungen Hetzer hier das dunkle Elex zu kontrollieren scheinen, oder... Ja? Na, diese Kerle haben offensichtlich nach Elex gesucht und auch einiges davon gefunden und es in sich aufgenommen. Was ist daran so interessant? Nun, dass es kein dunkles Elex war. Es war unser Elex. Die Skyans können also auch das blaue Elex verwerten. Das ist nicht gut, oder? Ganz und gar nicht. Stell dir vor, du hast eine Armee von solchen Soldaten, die unser Elex und Mana nehmen und es in ihren verseuchten Körpern verwerten. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis das blaue Elex Magallans vollständig mit dem dunklen Elex vermischt ist. Man könnte auch sagen, es wird kontaminiert. Bedeutet das, dass es bald nur noch eine Art von Elex geben wird? Das dunkle Elex? Entweder das oder zumindest eine Mischung aus beiden Derivaten. Ob es danach auch wieder getrennt werden kann, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann aber spüren, dass diese Kerlchen hier mit den Stimmen des Elex kommuniziert haben, genau wie ich es tue. Die Skyans haben also nicht nur die Kontrolle über alle Derivate des Elex, sie kommunizieren auch mit dem Stimmenkollektiv des jeweiligen Derivats? Sieht fast so aus. Ein Hetzer ist jedoch nur der unterste Rang der Skyans und noch nicht so versiert im Umgang mit dem Elex. Ich müsste vielleicht eher einen jungen, frisch gewandelten Kurator analysieren, um mehr dazu sagen zu können. Wenn es diese überhaupt gibt. Vielleicht finden meine Späher ja einen oder zwei. Dann wissen wir mehr. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, das war's. Gut, ja, warum nicht? Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Ja. Es sieht so danach aus, dass wir hier schon mal waren. Da drüben ist aber was zum Abbauen. Puh. So, hier ist Land unter, ne? Genau. Hier hinter kommen wir, glaube ich, nicht. Hier ist alles verseucht. Schade eigentlich. Gut, ihr kennt das Spiel. Ab zu Bestien. Apropos Kaya. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Okay. Dann gucken wir mal, wer uns jetzt noch gleich beglückt hier. So, er nicht. Oh, Kroni. Ich habe eine neue Kontrollknotenchip-Ortung in Tavar, Commander. Ah, okay. Gut, dann kriegen wir jetzt hoffentlich heraus, wie abhängig die Skyans von ihren künstlichen Intelligenzen sind. Sind die Skyans eventuell selbst miteinander verbunden und kommunizieren mit ihrem Geist? Leben sie möglicherweise sogar in einer Art geistigen Kollektiv? Theoretisch wäre das möglich, jedoch nur außerhalb von Kampfsituationen. Zur Kommunikation bräuchten die Skyans eine Art Ruhephase. Und da wir wissen, dass sie keine Ruhe geben, bis sie ihr Ziel erreicht haben? Die Skyans kämpfen nicht ununterbrochen. Ach was, das ist ja eine sehr intelligente Schlussfolgerung. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Commander, ich bin irritiert. Tatsächlich? Na, dann lass mal hören. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Meine Systeme vermerken vermehrtes Auftreten unsinniger Konversationen. Schon gut. Das ist nur ein wenig Sarkasmus. Ich habe gerade keine leichte Zeit. Manchmal muss es einfach raus. Verstehe. Erstelle Vermerk in meiner internen Datenbank zur späteren Weiterverarbeitung. Ja. Ach, nee. Vielleicht machst du das besser nicht und wirfst diesen Informationsmüll aus deiner Datenbank, okay? Daten gelöscht. Gut, ist besser so. Ich möchte nicht, dass du dich zu lange damit beschäftigst. Kümmere dich besser um wichtigere Aufgaben.
Welche? Womit beschäftigen, Commander? Genau. Warte mal, wir machen erstmal. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Genau. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Nicht, dass wir wieder hier auf Abwägen sind oder so. Das. Danke. Das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Also auf geht's. Holen wir uns die Chips und lass uns herausfinden, wie die Skyans ticken. Ja, Commander. Eine größere Anzahl Soldaten der Skyans patrouilliert in dem Gebiet direkt vor uns. Sie machen es uns auch nicht leichter, oder? Ah, mein Kopf. Immer noch. Negativ. So, dann wollen wir mal gucken, wa? Ein Patron. So, komm her. So muss das. Oh, da sind wieder große dabei. Gucken wir mal. Und? Was ortest du sonst noch? Zurzeit keine weiteren Informationen. Oh, wer war das? Schmeiß mit Zeugs um. Vorsicht, die Skyans scheinen zu wissen, dass wir hier sind. Ach. Ja, dann machen wir sie weg, bevor sie unangenehm werden. So, jetzt aber. Wo sitze? Es sind aber ganz schön viele da hinten, ne? Thank you.
Alter! Der nervt! Na toll! Mann, 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 Mann! Wo kommen die denn her, Firma? Noch. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Okay. Nicht die Granate werfen wir. In der Luft hat er mich getroffen. So. Einer ist noch. Ach nee, das ist wieder... Ist da noch irgendwas drin? Ich glaube, hier waren wir schon tausendmal zum Looten. Ja, ja. Ich vergesse immer, dass wir ein anderes Outfit anziehen sollten. Aber nur gut. Wahrscheinlichkeit der aufgestellten These liegt bei 89,4%. Okay, zu welcher Seite? Die Skyans sind nach meinem derzeitigen Wissensstand höchstwahrscheinlich unabhängig denkende Wesen. Dann steckt also hinter Cassandra wirklich nur eine künstliche Intelligenz und kein Skyend-Wissenschaftler oder Soldat. Höchstwahrscheinlich. Interessant. Die AIs, die Skyends einsetzen, wären demnach tatsächlich lediglich Mittel zum Zweck und nicht mehr als Werkzeuge. Alle Daten deuten darauf hin. Ich weiß nicht, was mich jetzt mehr beunruhigt. Nun doch, was passiert, wenn sie ihre intelligenten Automaten gänzlich verlieren würden? Wie verwundbar sind sie, wenn sie all ihre Maschinen manuell steuern müssten? Ein weiterer Scan würde uns mehr Aufschluss geben. Bitte nicht. Ich muss allerdings zunächst meine internen Systeme rekalibrieren. Mach das. Aber nicht zu laut, okay? Die Lautstärke meiner internen Systeme ist nicht... Frage, war das wieder eine deiner unsinnigen Bemerkungen? Ja, aber... Hey... Sagte ich nicht, du solltest diesen Blödsinn nicht abspeichern und aus deiner Datenbank löschen? Ja, aber meine Systeme haben gerade keine leichte Zeit. Ah, sehr gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Gut, dann melde dich, wenn du eine weitere Ordnung hast. Ja, Commander. Da lernt der Kroni. Brennbare Flüssigkeiten in der Erde geortet. Und was bedeutet das jetzt für mich? Keine akute Gefahr erkannt. Empfehlung, Bohr-, Tunnel- oder Bergbauarbeiten sollten mit höchster Vorsicht durchgeführt werden. Oh ja. Gut, dass ich nicht vorhabe, hier einen Tunnel zu graben. Okay, Kroni wird so ein bisschen intelligenter. Also, ja, ist er schon, aber jetzt so human intelligent. Genau, Kroni ist cool. Ich habe gerade halt eine schwierige Zeit, ne?